Nice, dann teuer, teuer auf den guten zweiten Stint. Ich glaube, der Andreas double stintet auch. Der ist knapp hinter mir. Nice, den haben wir uns also geholt über den Boxenstopp. Jo, aber der wird wahrscheinlich vorbeikommen, weil der sehr schnell ist. Und ich hänge mich da dran und probiere jetzt mal den 31er auszupacken. Oh Gott, das klingt alles falsch. Klar. Aber egal. Strecke ist holländisch. Einfach komplett orange. Ja, die Sonne meint einfach mal rausluschern zu müssen. Ganz oder gar nicht. Hm. Okay, keep pushing. Wenn ich das gerade richtig sehe, sind wir Platz 14. Okay. Da haben manche wohl die Reifen nicht double stinten wollen. Sehr schön. Mhm. Abstand hinten bleibt gleich. Pace ist gut. Ich bin gerade auf Kurs mittlere 2,5 mit vollem Tank. Und ich hole zu Dino Kaiser auf. Richtig stark.
Okay, die vorne fighten. Nice. Gleich Windschatten. Shit. Tracktemp geht wieder hoch, vorne wird überrundet. Yep, bald kann Audi Andreas wieder vorbei. Hm? Audi mit dem Schaden vor dir, überrundeter. Danke. Kevin Peters 2. Ist, glaube ich, ein sehr cooler Typ. Der beste Kevin Peters, den ich kenne. Mann, was machen die vorne?
Also ich glaube, man merkt langsam tatsächlich dann irgendwo den Unterschied mit den Reifen. Aber wenn ich eine Sekunde pro Runde langsamer bin oder so, dann kann es sich ja trotzdem am Ende sehr gut lohnen. Allein schon wegen der Track Position war das gut. Copy, richtig. Also Andreas, jetzt mal im Ernst. Bist du schon mal ein Endurance-Rennen in deinem gesamten Leben gefahren? Ich glaube nicht. Doch einfach auf der nächsten Geraden. Danke, Kevin. Ja, abbremsen hätte er nicht müssen, aber danke. Zwei, eins zum Bimpf.
SAS nicht irgendwie eine Spezialeinheit? Na egal. Andreas hinter dir hat gerade die Wand berührt, sein Heckflügel steht jetzt ein bisschen schief. Danke. Copy. Tito Kaiser auf dem Durchmarsch. War nochmal leicht auf dem Gras, sehr gut. Der M4 vor mir ist bald im Windschattenfenster. Nichts passiert, war nur eine Bananenschale. Tim ist slow. Danke. Aber richtig slow. Ja, Achse schief, pass auf. Okay, danke. Ich glaube, Leo lässt mich nicht vorbei. Davon erholt man sich nicht so schnell, krass. Hoffen wir, dass es kein Überrundeter war. Ich habe jetzt 3,7 und ich könnte 31 Runden fahren. Wie gesagt, aber mach du dir keine Gedanken um Sprit. Let's go.
Right side. Clear. Ja, schön gelöst. Danke. Platz. Der ist eh schneller und so wie der fährt, wird er sich eh wegbieten. Richtig. Besser sich selbst, als dass er uns mitnimmt. Richtig. Also von hinten hast du jetzt erstmal nichts zu erwarten. Nur außer Stefan. Oh, stimmt. Kommt der noch einmal her? Hä? Der war so 5 Sekunden weg, der ist rangekommen. Okay. Kriege ich die Bergkurven gerade nicht so gut hin, aber da beiße ich mich nochmal ran. Auch so ein bisschen das Gefühl, dass die anderen mit ein bisschen weniger Flügel fahren, aber passt schon. Kann was in der Chase sein? Wurde gerade vom Crewchief angesagt. Was sein? Jetzt hier in der Kurve könnte was sein. Danke. Go left. Auf geht's, Andreas, komm her. Dave on fire.
Nö. Ich meine nur wirklich, komm her, ich lass dich vorbei. Aber der ist noch nicht nah genug dran. Schon mal die Reifen ausgewählt für später. Copy, sehr schön. Wieder auf dem Gras. Er bleibt hinten.
Ich düse mal kurz in die Küche. Jojo. Andreas hinter mir jetzt doch sehr, sehr geduldig, tatsächlich. Hat eigentlich schon längst wieder mit einer Attacke gerechnet. Hier könnte sie kommen. Left side, stay on the right. Clear, car on your left, clear. So, ab jetzt geht's los. So. 12,55 mit dem Durchschnittsverbrauch. Stefan hat auch vorne rechts einen ganz, ganz kleinen Schaden. Merci. Haben wir da dann nicht gerechnet? Schwierig. Die sind halt schon enorm schnell. Thank you.
left side. Clear on the left. Wieder anwesend. Merci. Left side. Stay on the right. Sebastian, guter Mann. André Krebs, auch guter Mann. Übernimmt nach mir Erik oder aber? Laut Plan wäre ich dran, oder? Okay. Wollt ihr gucken, wie das bezüglich der Temps ist? Es ist immer noch sehr kühl, es ist immer noch 21 Grad. Das muss ich dann, glaube ich, Erik überlassen. Nicht, dass die Reifen dann zu kühl sind und du dich unwohl fühlst. Erik, bist du da? Okay, ich weiß nicht, ob Erik anwesend ist. Ja, können wir gleich bequatschen. Es sind ja noch 9 Runden. Oder vielleicht sogar 10. Okay. Stand jetzt sieht es nicht nach einem 31-Runden-Stint aus, aber mal gucken.
knappe Kiste. Kommt jetzt vorbei. Pass right. Right side. Stay on the left. Stay on the left. Clear on the right. So, ich bin zurück. Ich denke mal, man kann kurz auf Toilette gehen, aber alles nein. Gut, alles gut, alles gut, alles gut. Schon verpasst man hier die wichtigen Themen. Nee, aber also ich kann auch gleich fahren, wenn's. Okay. Wenn aber. Mir ist das wurscht, also. Ja, da muss ich ja ran, also. Ja, nur können wir hoffen, dass dann halt während meines Stints halt die Temperatur so stark nach oben geht. Ich meine, ja. Das jetzt. Naja, bei den Bedingungen müsste ich mich eigentlich dann auch schon wohlfühlen. Aber mir ist das wurscht, du kannst auch übernehmen, Erik. Ja, schaut einfach, wie es ist. Also, zur Not aber spring mal auf einen Test Drive Server oder so. Guckst du mal. Oh Gott. Ja, der Lamborghini, Alter. Hallo. Ja, RIP. Kevin, get out of the way! Keine Ahnung, vielleicht können wir das machen und dann gucken wir mal, wie ihr euch fühlt, wie die Temperatur sich entwickelt. Jo, was haben wir denn gerade für eine Temperatur? 21. Was sind das in Fahrenheit? Mehr. Alles klar, dann schaue ich mal. Ja. Ja, nichts für ungut, aber der Lambo-Skin ist extrem hässlich. Nein, Spaß. Aber Kevin könnte mich mal ruhig vorbeilassen. Also ich mache jetzt White Tour und dann mache ich einen Test Drive, ne? Genau. Einen überrundeten 3 plus Sekunden verloren. Ich kann leider nur minimal 65 Grad Fahrenheit einstellen. Das ist, wie das Ding ist. Er macht 78 Grad Fahrenheit und Startzeit so 9 Uhr, 8 Uhr. Ich wüsste, wo ich hier eine Uhrzeit angeben kann. Bisschen weiter drunter. Oder halt 10 Uhr, damit du dich für 10 Uhr einschießen kannst oder so. Also Ortszeit. Ja.
Hast du den Testdrive jetzt schon erstellt, aber? Ja. Okay. Es lädt. Bis jetzt auf welche Temperatur? 76 auf 10 Uhr morgens. Ja, okay. Aber das ist nur die Lufttemperatur. Das passt sich dann sonst immer ein bisschen an. Oder die maximal irgendwas. Komischerweise ist es jetzt dunkel. Ich weiß nicht wie, aber er hat aus meinem AM ein PM gemacht. Okay. You have about 5 laps of fuel left. Ansonsten im schlimmsten Fall. Wenn es halt, wenn dir die Temperatur nicht liegen. Erik, du wolltest ja auch einen Double Stint machen. Ja. Ja, je nachdem, wie die Temperatur sich entwickelt, könnte es sogar mit den Reifen noch passen. Also, ich kann jetzt nicht sagen, dass die Reifen sich deutlich schlechter anfühlen. Natürlich bist du langsamer jetzt gerade, aber es fühlt sich ganz gut an. Ich kann mich kaum beklagen. Der Pressure sieht ja auch fast schon zu niedrig aus. Ja, Pressure ist, glaube ich, ziemlich egal. Natürlich bleibt er halt mitten auf der Ideallinie. Beim Heidos müsst ihr dann entscheiden, ob Erik es übernimmt oder nicht. Heißt ja auch passenderweise von Debüt. Ja, wenn du dich halt eben unwohl gefühlt hast, würde ich sagen, Safety first, dann switchen wir eure beiden Schedules. Ja. Dann machen wir das so. Finally, Mann. Here on the left.
ist einer Serrano. Muss, glaube ich, halt ein bisschen sparen, dann können wir noch mal 61 insgesamt draus machen. Der Stefan vor mir ist auch an der Box. Dave is quick! Oh. Ja, im Bus musst du noch sparen, wenn du noch eine Runde länger dranhängen willst. Ja. Jetzt so 370 etwa. Ansonsten fahren wir einfach die 30, das ist auch okay. Das Feld ist halt so zerfasert, dass es kaum möglich ist, so richtig irgendwo zu sparen gerade. Aber ich guck dann, wie man den Stimplan anpassen kann, sodass du nicht, dass du trotzdem nicht in die Nacht hineinfährst oder so. Also unsere Nacht. Also um 10 Uhr morgens ist es richtig geil zu fahren. Okay, nice. Ich bin hinter dem ersten. Glaube ich. Was? Na, wir sind weiter vorne. Oh, was? Nice. Hier sind einige, die nicht mal 29 Runden durchziehen. Okay. The lead is spinning now. Short reminder, Erik, du wirst natürlich kalte Reifen haben, deswegen sei vorsichtig. Wie gesagt, sag Bescheid, ob du eventuell sogar einfach versuchen möchtest, die Reifen zu double-stinten. Jo, das sehen wir dann. Jo. You're now in third. Repräsentativer Zwischenstand, wir sind auf 3. Nice.
Okay, bin gerade eine 267 gefahren. Stark. Okay, sehr gut. Dann wissen wir, dass du quasi gleich schon auf Pace sein wirst. Ehre. Ja, ist komischerweise überhaupt nicht so rutschig wie jetzt, wo es ganz dunkel war. Ja, vielleicht war die Strecke noch nicht befahren, das könnte auch sein. Jo. Dass der Grip noch nicht auf 100% war. War noch eine. Jo. Drei Komma fünf vier hatte ich gerade. Nice. Bito. 8 Sekunden hinter dem Leader. Nice. 9 Zehntel aufgeholt. Okay, 2.644. Perfekt. Lambo und Mercedes Rack. Ach ja, man braucht übrigens nicht White War machen, man kann einfach einen Test treiben. Sorry. Nur auf den Server kommen. Waren gerade zwei langsam, sorry. Jo. Easy one. Das war nämlich das, was ich June nicht gefragt hatte, deswegen habe ich Erik vorgezogen. Schon automatisch. Wie man direkt wieder auf den Server zurückkommt. Also ich habe ihn jetzt gefragt, aber am Ende erst, deswegen hatte ich noch keine Antwort. Boah, Alter, das war... Nee, ich habe es nämlich erst versucht. Du bist jetzt in der Box, oder? Nee. Warte. Okay, Erik, you ja. ready? Oh, oh. Erster Off-Track. Ja, am Ende der nächsten Distance darfst du ihn auch abholen. Ja. Bin raus, kannst rein. Yes. Gut, und ich lade gerade rein. Also man braucht nicht auf Eitor drücken, ich hab's einfach mal... Okay. We're so. Done, get going. Tanken die nicht weiter nach? Doch. Okay, gut. Okay, jetzt kannst du aber... Okay, also du brauchst nicht auf Eitor drücken. Ich hab's nämlich erst versucht, einfach auf Test Drive, und du kannst einfach einen Test Drive so machen. Und hab im Prinzip war noch drin und hab dann jetzt einfach wieder auf Join gedrückt. Okay, das ist gut. Pit Limiter ist nicht automatisch drin. Okay. Aber Pit Limiter hast du überlegt, ne? Ja, Pit Limiter habe ich überlegt. Sehr gut. Dann probieren wir uns zu reminden. So, ganz gechillt. Erste Runde ganz entspannt fahren. Du hast kalte Reifen. Wir haben kalte Temperaturen. Fahr ganz entspannt an. Und wir sind ziemlich gut, würde ich sagen, was die Pace angeht. Und du machst das jetzt, Digi. Immer im Kopf behalten. Ganz gechillt fahren. Ja. Kommen wir gut durch. Genau. Erik, toi toi toi. Gleich gucke ich dir auch wieder zu. Ich bin bei 90% reinladen.